Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video meiner Programmier-S-Prog-Reihe. Heute die dritte Folge, in der wir uns um den speziellen Typ String kümmern. Ich habe hier mal in meinem Eclipse geöffnet einen String. Wort, ich bin Tim. Es ist eine Zeichenkette, die 12 Zeichen beinhaltet, das heißt auch die Leerzeichen zählen zu den Zeichen. Das gleiche hier bei der zweiten, es ist auch ein String. Strings werden immer in Anführungszeichen geschrieben. Wir werden hier gleich ausgegeben bekommen die Wortlänge. Die Wortlänge eines Strings kann man sich ausgeben lassen, indem man den String.length eingibt. Dies benötigt man später bei der Zerlegung in Char über eine Vorschleife oder sonstigen Situation. Nur schon mal merken. In der nächsten Zeile lasse ich mir ausgeben, welche Wortlänge wir haben, damit wir es auch einmal visuell sehen können. Das können wir jetzt auch direkt einmal testen. Wir haben die Wortlänge 12, wie ich hier schon rein zufällig vorhergesagt habe. Dann habe ich hier noch etwas vorbereitet. Ein Vergleich. Es gibt die Möglichkeit, zwei Strings miteinander zu vergleichen, ob es genau den gleichen Inhalt besitzt. Jetzt vergleichen wir hier in einer if-Anweisung, wenn Wort equals, also gleicht Wort, also dem gleichen String, wenn das Wort Wort gleicht, also ich bin Tim gleicht ich bin Tim, dann soll er uns sagen, Wort und Wort sind gleich. Sonst soll er uns sagen, Wort und Wort sind nicht gleich. Das können wir eben mal testen. Ja, Wort und Wort sind gleich. Da zweimal der gleiche String, das kann nur gleich sein. Dann haben wir hier noch den zweiten Beispiel. Hier vergleiche ich die beiden Strings, die zwei Zeichenketten, einmal Wort und Wort 2. Wie wir sehen können, sie sind nicht gleich. Hier ist nämlich noch ein Nicht mit zwischen. Dafür müssen wir jetzt gucken, hier if Wort gleicht Wort 2, dann soll er uns sagen, Wort und Wort 2 sind gleich. Und wenn nicht, dann soll er uns halt sagen, sie sind nicht gleich. Wort und Wort 2 sind nicht gleich. Ist klar, das konnten wir schon so sehen. Aber so können wir überprüfen, ob zwei Strings bzw. zwei Zeichenketten 1 zu 1 gleich sind. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Wenn nein, schreibt es in die Kommentare. Ich helfe, versuche euch irgendwie da weiterzuhelfen. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Euer Bobsi. Ciao.